Was haben die drei Herren gemeinsam? Sie spielen alle eine wichtige Rolle in unserem Stück der Woche. Los geht's! Liebe Theaterfreunde, ganz herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe vom Stück der Woche. Heute habe ich euch für einmal keine Komödie mitgebracht, sondern ein klassisches Drama. Neu im Bräuninger Verlagsprogramm gibt es jetzt nämlich ein Freilichtschauspiel mit dem Titel «Romeo und Julia auf dem Dorfe», verfasst vom Simon Burkhalter. Der Simon Burkhalter, das ist der junge Mann da, ein Berner Theatermacher und auch Autor. Und er hat für das Stück die Vorlage genommen von dem Mann da in der Mitte, nämlich Gottfried Keller. «Romeo und Julia auf dem Dorfe», das ist eine der ganz bekannten Novellen von Gottfried Keller. Und der Name von dem Werk, der deutet es natürlich schon an. Romeo und Julia hat natürlich seinen Ursprung beim William Shakespeare. Aber um was geht es jetzt in diesem Stück? Wir schreiben das Jahr 1815 und befinden uns in einem kleinen Schweizer Dorf. Es geht um zwei Bauernfamilien, die gut befreundet sind, auch sich gegenseitig unterstützen. Aber es kommt zum Streit wegen einem brachliegenden Acker, wo beide gerne würden bewirtschaften. Die beiden Familien, die haben auch jeweils ein Kind, den Sali und das Vreneli. Die sind auch sehr gut befreundet. Allerdings spitzt sich der Konflikt immer mehr zu und vor allem die beiden Väter, die werden immer engstirniger und verbohrter. Und so ziehen die Jahre ins Land und aus diesen Kindern werden Erwachsene, die sich ineinander verlieben. Aber leider gibt es für die Liebe keine Zukunft, zumindest nicht auf der Erde. Und so beschließt das junge Paar, dass sie gemeinsam in den Tod gehen. Simon Burkhalter hat den Stoff von Gottfried Keller wunderbar modernisiert. Das nicht unbedingt auf den Inhalt bezogen oder auf die Zeit, die es spielt, sondern so, wie man heute eben Theater spielt. Flüssige Dialoge, Spannung und vor allem tiefgründige Charaktere. Wie gesagt, es ist ein Freilichttheater für 24 Personen. Es ist aber durchaus möglich, dass der ein oder andere Schauspieler mehrere Rollen übernimmt in diesem Stück. Für mich eignet sich das Stück ganz klar für alle Freilichtbühnen, die gerne mit einem Klassiker die Leute von heute berühren wollen. Ist es etwas für eure nächste Freilichtsaison? Dann schaut doch rein in die Leseprobe. Und wenn ihr ein bisschen mehr wollt, erfahren über den Autor, über den Simon Burkhalter, dann haben wir für euch ein Interview vorbereitet, das ihr in Kürze hier auf unserem Social Media Kanal werdet sehen. Von mir war das schon wieder. Ich danke euch vielmals fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander.